Willkommen bei Gartenbob. Heute mal bei dem Thema Trenntoiletten. Wohin mit unseren flüssigen Stoffen? Trenntoilette entsorgt ja die flüssigen, also unser Urin für sich selbst in einem Behälter und die Feststoffe hinten. Ja, so, heute sind wir bei den flüssigen Abstoffen angekommen. Im Urin ist Harnstoff. Und jetzt nehmen wir mal, wir drücken uns ja in unserem Bereich in Litern aus, nehmen wir mal einen 1 Liter Wasser, rein Harnstoff, wären jetzt so 46-50% Stickstoff. Ja, darum kippen ja auch die Bauern hauptsächlich ihre Gülle von den Kühen und Schweinen auf ihre Rasenflächen. Also das ist ja schon kein Gras mehr, das ist also richtig schon fettiges Zeug. Ja, weil das unheimlich viel Stickstoffe sind, damit die Pflanzen wachsen. Warum sollen wir unsere eigenen Stoffe nicht auch verwenden? Ja, wie bei unserer Trenntoilette sieht das dann so aus. Ich habe jetzt hier Wasser mal reingekippt zur Vorführung. Ja, dann habe ich mir am Anfang, wo ich damit angefangen habe, einen ganz normalen neutralen Becher genommen. Ich habe einen Liter Wasser reingekippt, habe mir einen Strich dran gemacht und einen halben Liter nochmal einen Strich. Ja, da gibt es ja die Marker, die nicht abwaschbar sind, um erstmal ein Gefühl zu kriegen, wie viel ist ein Liter. Ja, so, man macht immer bei Starkzehrern 1 zu 10 oder auf dem Rasen kann man das auch anwenden. Also ein Teil Urin und 10 Teile Wasser. Ja, so eine große Gießkanne, die hat 10 Liter. Man hat auch noch Markierungen dran. Das ist schön, dass die außen sind, aber man sieht es eben halt nicht, wenn man jetzt irgendwas ausfüllt. Der Harnstoff wäre jetzt gelblich. Ja, es ist schade drum, hochwertige Stoffe ins Klärwerk zu schicken, wenn man es doch selber verwerten kann. Ja, oder wer keinen nicht düngen muss und will, der kann ja die Kanister doch über die normale Toilette entsorgen. So, das heißt also, ich habe jetzt hier meinen Messbecher. Für Leute, die nicht so kleckern oder die kleckern unsicher sind, also die kleckern, die können das ja auch, wenn sie dann ihren Harnstoff haben, irgendwo abseits am Rand machen, falls sie dann kleckern, weil sie Angst haben. Hier wird es dann vielleicht extrem nach Harnstoff riechen. Wird es letztendlich nicht, weil wenn man mit einem Wasserschlauch oder mit einem Eimer Wasser das so gravierend verdünnt, ist das gar nicht so wild. Jetzt habe ich hier meinen Liter. Hätte ich jetzt Harnstoff, jetzt ist das Wasser mal zum Vorführen. Also dran. Wenn man das das 10. oder 20. Mal gemacht hat, wie ich jetzt, oder schon über längere Zeit, dann kann man, hat man das Gefühl mit dem Liter auch, wenn ich das aus dem Kanister eine Gießkanne kippe. Da brauche ich nicht mehr messen. So, Wasser drauf. Ja, hier kann man normale Brause nehmen. So, jetzt gehen wir mal auf den Rasen. Oder aufs Grün. Man sagt ja, die 10 Liter, so circa 2 bis 4 Quadratmeter. Das muss man jetzt nicht auf dem Milligramm so ganz genau sehen. Man braucht auch keine Angst haben, wenn man mal doppelt gießt. Also düngt. Ja, und dann, was wäre dann jetzt hier? Das wären so ungefähr 2 mal 2 Meter. Das sind dann 4 Quadratmeter. Man muss da keinen Sauerstoff hinlegen. Einfach durchgießen dann. Ja, einziehen lassen, wer es super schnell haben will. Jetzt sind ja die Stoffe, also das, unser eigener Dünger, jetzt oben drauf auf der Erde. Wer es schnell haben will, der gießt jetzt einfach vorsichtig nochmal Wasser richtig nach, dass das durchsacken kann. Dann wirkt auch das Düngemittel, also unser Harnstoff, eigenproduziert, schneller. Und es ist nicht nur Harnstoff dran, natürlich haben wir auch noch Reste, das was wir nicht verbrauchen, von nach Vitamine braucht ihr das Gras nicht unbedingt, aber wir haben hier auch Stoffe wie Eisen, Magnesium und was unser Körper so zu sich nimmt mit der Nahrung, das landet auch in unserem Urinsammelbehälter. Und das, unser Gras hat Hunger. Und wie das auswirkt, das haben wir mal gemacht, dass mal jeder sieht. Das ist jetzt keine 2 Wochen her, da habe ich hier eine Probefläche gemacht. Ja, das sieht man hier. Das ist darum unterschiedlich, das ist neu angelegtes Beet im Frühjahr, darum ist das Gras noch ein bisschen kankrig. Und wir hatten einen extremen Sommer. Und jetzt habe ich gesagt, um das mal zeigen zu können, wie der Unterschied ist, hier sieht man die Höhe des Grases, wie das losgeschossen ist. Ja. Und hier sieht man die Fläche daneben. Ja, oder hier sieht man den Höhenunterschied auch. Hier sind bloß vereinzelt ein paar Strunze. Und hier beginnt meine Gießfläche. Ja, da sieht man also, dass das bei doppelt so hoch ist wie hier der restliche gemähte Rasen. Ja, also so. Das heißt also, jetzt geht es jetzt weiter so nach und nach. Der Rasen wächst jetzt noch, auch wenn es schon ein bisschen herbstlich aussieht. Der Rasen kann sich noch mal satt futtern vor dem Winterschlaf. Ja, so. Und dann wächst auch schön und kräftig. Für unseren länger wachsenden Rasen hier, das ist ja Sport- und Spielrasen, da ist ein Klee mit drin und alles sowas. Ja, der wird genauso versorgt. Ja, natürlich werde ich jetzt dann noch mal die Fläche dann zwischenzeitlich mal mähen.
damit er kräftiger wird. So, und wie oft man gießt, also wenn der Rasen schon nachher dunkelgrüner ist als dunkelgrün und man zweimal Rasenmähen in der Woche nicht mehr ausreicht, dann hat man schon mal erstmal überdüngt, dann sollte man eine Weile aussetzen. Aber so zweimal im Monat ist ausreichend. Wenn man natürlich einen großen Apfelbaum mal ein bisschen kräftigen will, da kann man ja nicht eine ganze Gießkanne dran verteilen. Nicht bei neuen Pflanzen, kleinen Bäumchen, ja, das könnte zu viel werden. Ja, also da kann man schon mal einen Schwapp mehr dran machen. Oder wer richtige Staudenbeete hat. Ja, und so viel kommt eigentlich gar nicht zusammen. Ja, höchstens man macht 2 Wochen am Stück Urlaub und ist nur denn dort auf dieser Biotoilette. Dann könnte es ein Literchen mehr sein. Aber wenn man so 1 Liter bis 1,5 Liter Urin abgibt und ist noch unterwegs, man geht ja nicht den ganzen Tag auf die Gartentoilette oder auf dem Wochenendgrundstück zum Beispiel. Oder es gibt ja auch auf Schiffen diese Toiletten. Man ist ja auch mal woanders oder man fährt nach Hause. Oder wer zu Hause sein Grundstück, also sein Haus im Garten hat, ja, dann benutzt sich mal die Innentoilette. Also bevor 1 Liter pro Tag zusammenkommt, da muss man schon backen, ehe diese Trenntoiletten also wirklich voll sind, dass man sie entleeren muss. Also das heißt also bei 4 Quadratmetern hat man bei 400 Quadratmeter Nutzfläche im Garten. Also man muss ja noch abziehen, da wo das Häuschen draufsteht, Garage, befestigte Wege, Grillplatz, der befestigt ist, da braucht man überall nicht düngen. Das heißt aber immer die 400 Quadratmeter, ob das nur Rasen ist oder Blumenbeete, durch hat. Da kann man Monat auf Toilette gehen und schafft es eigentlich nicht. Ja. Ja. So, und dann kann man das also schön durchdüngen, alle 2-3 Wochen, immer im Abstand. Das muss man ausprobieren. Ja. Und wenn der Rasen aber irgendwann anfängt, wieder heller zu werden und man hat extreme Unterschiede, nicht wie hier auf meiner Testfläche, wie ich sie gezeigt habe. Ja. Nur hier, wo das so extrem gewachsen ist, habe ich mit dem Harnstoff, also mit unserem Urin gegossen. Ja. Und hier nicht. Wenn aber der Rasen dann auf der gesamten Fläche, wenn ich sie komplett durchgedüngt habe, auf einmal an einer Stelle ganz viel wächst, an einer Stelle wenig wächst und vielleicht auch noch hell und blass wird, dann hat man überdüngt. Wäre im ersten Moment auch nicht schlimm, sieht vielleicht nicht schön aus auf der Rasenfläche. Wasserschlauch nehmen, mal kräftig richtig durchregnen. Wenn es jetzt nicht regnet, 3 Wochen lang, dann richtig Wasser drauf und dann spült es das in die unterste Erdschichten und dann verteilen sich also die Stickstoff- und Nährstoffmengen dann im Boden weiter. Man kippt dir das nicht immer auf dieselbe Stelle, dann wäre es dann schon eine Form der Umweltverschmutzung. Ja, aber wenn man das hier, diese Gießkanne, 4, 6 Quadratmeter verteilt, richtet man keinen Schaden an, das nehmen die Pflanzen auf. Ja, wer sicherer sein will, macht vorher eine Bodenprobe, dann gießt man oder düngt man. Dann wartet man einen Tag, macht wieder eine Bodenprobe, lässt die wieder im Labor und dann wird er mal sehen, wie weit der Stickstoffanteil oder der Nährstoffanteil an dieser Fläche steigt. Und dann würde das Laborergebnis auch aussagen, halt, hier brauchst du nicht mehr düngen, die nächsten Monate, von mir aus auch Wochen oder Jahre, je nachdem, was man für eine Bodenbeschaffenheit hat. Wir haben ja schon fast einen schweren Boden, der ist ziemlich fest, aber da wo Sandboden ist, also locker, leichter Boden, da könnte es ja passieren, dass man einmal mehr gießen muss oder die Fläche verkleinern muss mit der Gießkanne. Ja, wer jetzt, je mehr man nach Norden wandert hier, dann wird ja der Boden eigentlich immer dünner, bis dann irgendwann mal ein Meeresstrand kommt. Also je leichter der Boden ist, je schneller versickert natürlich auch die Flüssigkeit. Da kann man vielleicht sogar schon mal, also entweder mehr gießen oder die Fläche verkleinern. Ja, also Angst braucht man davon nicht, man richtet in der Natur keinen Schaden an. Ja, synthetisch hergestellter Harnstoff, das ist einer der meistproduktiv produzierten Stoffe, dafür habe ich jetzt keine Angaben gefunden, die aber chemisch produziert werden. Und aus dem Harnstoff wird ja dann der Stickstoffdünger gewonnen. Und das ist so energieaufwendig. Ja, also ist es doch besser, der Umwelt zuliebe. Wir wollen ja auch CO2 mindern, das heißt also, alles was wir selber produzieren, das machen wir ja, das kostet einmal nichts, das haben wir, außer die Anschaffung der Trenntoilette. Und das Chemiewerk muss weniger solchen Luft verpulvern bei der Herstellung und verbraucht auch weniger Energie. Ja? So, also hier soweit zur umweltfreundlichen Verwertung unserer eigenen Stoffe. Und wenn man das wirklich durchgedüngt hat, wer einen kleineren Garten hat, der kann diese Mischung auch, nun nicht gleich auf so einen Mini-Komposthaufen, aber wer einen größeren hat oder auf mehrere, dann verteilen. Man kann natürlich auch, wenn man Schnellkomposter nimmt, so werden ja die Kunststoff-Komposthaufen benannt, kann man auch mit Sägemehl Stroh voll machen und setzt dann den Harnstoff zu, immer ein bisschen verdünnen, also dann nicht pur, da braucht man ja nicht groß auf die Mischungsverhältnisse so extrem achten, lässt das schnell kompostieren und dann, wenn das dann das
durch den Kompostiervorgang wird ja das letztendlich Komposterde. Aber allerdings muss man vorsichtig sein, den sollte man dann als Dünger benutzen. Also nicht jetzt in einen Blumentopf machen oder was drin aussehen, das wird nichts. Die ist viel zu nährstoffreich. Diese Erde kann man dann im Spätherbst zum Beispiel schön verteilen, überall auf die Beete oder mit Eingraben. Aber wie gesagt, das ist dann hochkonzentrierter Dünger, vor allen Dingen Stickstoff. Also dann nicht auf eine Fläche machen. Ja? Man sagt immer, wenn man Komposterde hat, gute nährstoffreiche, also Kompost, also schichtweise alles eingebracht. Man sagt immer, eine Schaufel, also eine herkömmliche Schippe, oder von mir ist auch ein Handkerblech hier, so auf 1 Quadratmeter mit frischer Komposterde als Zusatzdüngung mal im Herbst. Ja, dann kann das noch über einsickern, durch Regen oder Taunen und Schnee, durch das Schmelzwasser. Und dann ist das auch okay. Ja, so, viel Spaß mit der Trenntoilette, der Umwelt zuliebe. Bis zum nächsten Mal.